Schönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Terraria. Ja, wir haben in der letzten Folge unser Haus so ein bisschen ausgebaut. Oder es versucht. Und wir haben hier schon mal quasi einen kleinen Keller geschaffen. Was ich als nächstes machen möchte, ich möchte gerne direkt nach unten. Das heißt, direkt hier in Richtung Unterbereich. Das werde ich jetzt auch gleich machen. Wo bin ich denn jetzt? Da bin ich. So, und ich werde mich straight nach unten graben. Und werde mal gucken, wie weit ich komme. Ich bin mir echt gespannt, wie weit ich komme. Das wird nämlich der große Part jetzt hier drin werden. Weil wir müssen irgendwann runter und da Sachen besiegen. Dazu müssen wir halt ganz nach unten. Und dazu braucht man einen Weg und den graben wir uns jetzt einfach mal. Besser ist, wenn wir da auch nirgendwo hängen bleiben. So. Vielleicht kommen wir auch gleich schon unten an, das wäre natürlich das Beste. Doch besser wäre es, wenn wir nicht ertrinken würden. Oder eine schnellere Spitzhacke hätten. Aber gut, das können wir alles nachher machen. Okay, jetzt könnten wir gleich ertrinken. Ja, oder auch nicht. Na, das. Ich würde gerade sagen, jetzt zählt uns unsere eigene Barrikade auf. Bin mal gespannt, wie weit wir nach unten kommen. Jetzt wird es nämlich gleich auch dunkel. Oh, der Schneider ist bei uns angekommen. Interessant. Sollten wir tatsächlich mal nach oben tauchen und Luft holen? Vielleicht hätte ich mal einen Kiementrank mitnehmen sollen. So. Einfach immer weiterschlagen. Sehr schön, Gold, kamen wir aber erstmal dran vorbei. Können wir später noch abholen. Riesenwurm 11. Oh wow, wir trinken. Riesenwurm 11? Habe ich irgendwas mitgenommen? Habe ich den Zähler dabei? Nee. Sehe ich Riesenwürmer? Piranha 55. Hä, was soll mir das sagen? Oh wow, wir trinken. Ich habe halt keine Ahnung, was mir diese Sachen sagen sollen. Egal. Erstmal immer weiter nach unten. So. Okay, wir werden jetzt einen kleinen Zwischenstopp einlegen. So, hier mal eben Luft holen. Ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht doch fast ertrunken wären. Und das wirst du gleich wieder tun. Oh wow. Okay, wenn das gleich so weitergeht, nehme ich mir gleich einen Kiementrank mit. Ah, oh, da ist noch ein Herz. Das brauchen wir aber nicht. So. Es geht aber, wir kommen relativ flott voran.
Ah, was hat die denn für Süße da drüben? Danke. Bergbauarbeiter. Warte mal, bin ich jetzt noch auf Linie? Ja, ne? Ja. Und ich werde mir gleich einen Chiemtrank mitnehmen. Ungefähr genau jetzt. Einmal nach oben. Das ist ja richtig nervig. Das ist ja richtig nervig. Wo ist er denn? Strahlentrank. Ein. Was? Ich habe nur einen davon. Ja, gut. Habe ich halt gedacht, sind mehr, ne? Wie lange kann ich denn komplett? Ja. Oder geht's? Ja, da kommen wir schon ins Wasser. Das ist ziemlich viel Wasser. So, und runter. So. Keine Ahnung, welchen. Ich weiß ja nicht mal, in welchem Biom wir gerade sind. Aber ist mir erstmal auch egal. Wie gesagt, wir müssen ja nur runter. Wolfram, yay, nehmen wir auch mal mit irgendwann. Wenn ich dran denke. Dreckblöcke sind mir am liebsten. Die gehen am schnellsten. Ah, wir haben leider fast nur Stein vor uns. Wow. Ich hätte niemals gedacht, dass es so lange dauert. Unser Chiemtrank ist gleich aufgebraucht. So. Ich hoffe, dass wir noch auf Kurs sind. So, Chiemtrank ist aufgebraucht. Wir sind mittlerweile bei Granit angekommen. Kann sein, dass wir uns gleich eine kleine Höhle graben müssen. Um Luft zu holen. Wahnsinn. Dass wir halt immer noch nicht unten angekommen sind. Hi, Feind. So, wir werden mal hier einen kleinen Zwischenstopp einlegen. Okay, jetzt nochmal eben kurz hier ausleuchten. Wenn wir gerade schon hier sind. Hier war ich ja noch gar nicht. Oh, wie ist schon Lava? So, oh, da sind sie ja. Euch habe ich gesucht. So. Gut. Jetzt habe ich auch endlich meine Spikes, damit ich hier an der Wand rumklettern kann. Achso, ich kann hier hochschwimmen, oder? Ja, geil.
Doch besser. So, ich glaube, ich müsste hier hin. Ich hoffe halt, dass ich nicht auf Lava stoße, wenn der. Ich hoffe halt, dass ich nicht auf Lava stoße jetzt gerade hier gleich. Also, auf Lava schon, klar, aber nicht unmittelbar unter mir. Damit ich halt durchgraben kann. So. Aber sieht, glaube ich, ganz gut aus. Das sieht, glaube ich, super aus. Hier noch mal eben kurz Luft holen. Ich meine, das Ding wird auch gleich voller Wasser laufen, aber. Was ist das hier eigentlich? Keine Ahnung, was es ist, aber ich kann es auch nicht abbauen. Ich bin froh, dass ich da nicht drauf gestoßen bin direkt. Mal kurz Luft holen. Brauchen wir irgendwas von nicht? Sandblöcke brauchen wir nicht. Slimeblöcke brauchen wir nicht unbedingt. Denn ich habe nämlich auch Kupfererz, was ich gerade dabei hatte, und das würde ich gerne mitnehmen. Und wir haben direkt unter uns Lava. Schade. Okay, das kann jetzt übel werden. Ja, geht. Okay. Oh, jetzt ist das blöde Viech direkt hier reingefallen, ey. Habe ich noch Bomben? Ja, habe ich noch. Okay, so kommt es halt auch mal an. Wenn man da nicht durch Lava durchkommt. So. Alles klar, dann klären wir den Rest jetzt hier mit Bomben. So. Müsste aber ungefähr passen von der Höhe. Dass wir immer noch nicht am Boden angekommen sind, ne? Ja, und wir trinken gleich wieder. Oh, so viel Wasser ist es nur noch. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, das muss halt viel mehr sein, oder nicht? Wir haben so viel Wasser über uns, da kann das noch nicht sein, dass das hier das letzte Rest Wasser ist, was übrig geblieben ist. Ich würde halt gerne mehr Wasser hier drin ableiten. Oh.
Luft holen. Luft holen ist halt wichtig. So. Und wir sind dann angekommen, ne? Der Rest lässt sich einfach abbauen. So, einmal von unten bis nach oben. Sehr schön. Oh, ja, du komm her. Oh, nee, du komm bitte nicht her. Aber du da unten, du mit der Puppe in der Hand. Dich könnte ich gut gebrauchen. Ich komm hier halt nicht raus, ne? Du mit der Puppe in der Hand, komm mal her. Muss halt irgendwo, wo keine Lava ist, hier am besten. Komm mal zu mir, mein Freund. Ist jetzt abgehauen? Nee, komm mal her. Komm mal hierher. So. Und da ist eine Puppe und die brauchen wir jetzt auch. Schlammblock, Slickblock. Schlammblock brauche ich nicht. Kampfhörerpuppe. Sehr schön. Und nach Hause, würde ich sagen. So, dann können wir erstmal sortieren hier. Alles, was wir nicht brauchen, weg. Gold weg. Gold weg. Haben wir irgendwelche Metalle mit? Da haben wir noch einen Trank. Weg. So. Inventar sortieren. Sehr schön. Und jetzt gehen wir eben nochmal runter und ich will nochmal eben nachgucken. Ich will jetzt nochmal eben schnell unten nachgucken, wie das so aussieht. Ja, das hatte ich nicht vor. Ja, alles klar, das Wasser braucht einfach nur, um nachzulaufen. Ja, wir müssen jetzt endlich so runterkommen. Okay, dauert ein bisschen. Da fließt dann noch Wasser. Ja, gut. Ist ein perfekter Weg nach unten. Was halt nicht so gut ist, ist, dass wir hier unten nicht viel machen können gerade. Oder warte mal, ich habe ja Dings dabei, oder? Müsste ich hier nicht die Truhen öffnen können? Müssten die nicht Truhen sein? Irgendwie so. Hi. So. Okay, es gibt auf jeden Fall Tränke. Okay, die kann ich nicht zerstören. Obsidian-Ziegel. Ja, gut. Den Hintergrund kann ich abbauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ding so schlimm ist, ehrlich gesagt. Und ich muss sagen, ich komme mir eigentlich relativ gut klar, ne? Und wo ist denn meine Minigun? Da. Müsste hier nicht Truhen sein? Weil ich habe doch diese Schattenschlüssel. Damit müsste ich doch die Truhen hier unten öffnen können. Oder sind das jetzt andere Truhen auch noch? Da ist eine Goldtruhe.
Okay, da läuft halt Lava. Okay, da ist halt nicht so beeindruckt von. Okay, die Lava tut mir halt nichts. Das ist schon mal sehr gut. Die müsste doch irgendwo drin sein, oder nicht? Ein Klavier und ein Ding, sehr gut. Damit kann ich nichts anfangen. Nächste Frage ist, komme ich raus? Ja gut, das kann ich auch abbauen. Also ich komme auf hier. Wow, wow, da bin ich gerade fast reingejumpt. Da ist eine Truhe. Und die snacke ich mir jetzt. Und wenn da jetzt nichts Gutes drin ist. Ich meine, wir sind immerhin hier unten im, ne? Wow, 40 Nahkampfschaden? Ja, gerne. Das Ding muss halt nur treffen, oder wie? Gut, Voraussetzung ist, dass man mit dem Ding trifft. Aber, na. Kaskade scharf. Was kann das? Schau ich mal gegen den hier. Ach, das ist ein Jojo. Alles klar. Gut, ein Jojo haben wir auch noch gefunden. Ja, das Jojo mag ich. Das behalte ich. Ich behalte sowieso alles, aber von daher. Okay, weiter geht's nach rechts. Habe ich den Sprung schaffen? Ja, klar, schaffe ich den Sprung. Mein geliebter Regenschirm. Ich bin halt so froh, dass ich ihn nicht weggegeben habe. Oh, ich brenne? Was? Auf dem Zeug brennt man? Wie soll man denn da reingehen, wenn man brennt? Was ist das denn? Brenne ich da drauf auch? Nee. Ja geil, jetzt brauche ich irgendwie Klamotten, womit ich nicht brennen kann, weil da links ist auch eine Truhe. Da komme ich doch gar nicht ran, oder? Doch, würde ich rankommen. Theoretisch komme ich ran. Kannst du mal aufhören, so ein Zeug damit zu schmeißen? Ich versuche gerade zu cheaten. So. Oh, bist du nervig da hinten. Ah, noch so ein Ding, ne? Bin ich tot? Oh Mann, jetzt bin ich auch noch gestorben. Ja, ärgerlich. Egal, liebe Freunde, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Taria, macht's gut, bye bye.